Nun haben die Spekulationen ein Ende. Die alte und voraussichtlich auch neue Ministerpräsidentin Manuela Schwesig setzt für das künftige rot-rote Kabinett vornehmlich auf altgedientes und treues Personal. In den 6 Ressorts mit SPD-Besetzung gibt es nur eine neue Personalie. Dagegen wurde ordentlich an der Struktur der Ministerin gedreht und eine paritätische Verteilung der Posten vorgenommen. Das erklärte Schwesig am Donnerstagnachmittag in Schwerin. Und ich freue mich sehr, dass es zukünftig in unserem Land das erste Mal in der Geschichte unseres Landes ein paritätisch besetztes Kabinett, 4 Ministerinnen, 4 Minister und eine Ministerpräsidentin geben wird und an der Spitze dieses Kabinetts 2 Frauen stehen werden, sowohl die Ministerpräsidentin als auch ihre stellvertretende Ministerpräsidentin. Und bedanke mich ganz herzlich bei Frau Oldenburg, dass sie bereit ist, in diese Verantwortung zu gehen. Wir hatten während der Gespräche immer ein gutes Gefühl für ein schönes Miteinander, vor allem natürlich aber auch für einen Aufbruch für Mecklenburg-Vorpommern, dort wo es notwendig ist, und für Kontinuität dort, wo sie geboten ist. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr, diese große Aufgabe anzunehmen, stellvertretende Ministerpräsidentin sein zu dürfen, und habe riesigen Respekt vor dem Amt. Dafür nochmal herzlichen Dank. 2 Ressorts gehen an den Juniorpartner. Oldenburg übernimmt als Bildungsexpertin das Ministerium für Bildung und Kindertagesstätten. Bisher war Oldenburg die schärfste Kritikerin der noch amtierenden Landesregierung in Sachen Bildung. Und da freue ich mich, dass wir dann in diesem Bildungsministerium die Bildungsplanung haben, die Schulentwicklung, den Hort, die Schulaufsicht, die berufliche Bildung und neu auch die frühkindliche Bildung. Auch das neu aufgestellte Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz geht an die Linke. Dieses wird die erst im Oktober als parlamentarische Geschäftsführerin gewählte Jacqueline Bernhard übernehmen. Ein Ressort sticht jedoch mit seinem künftig erweiterten Aufgabengebiet besonders hervor. Also neben Wirtschaft, Industrie, Tourismus wird es auch Energie und Landesentwicklung geben. Neben Arbeit wird es auch zukünftig Verkehr geben und natürlich wie bisher die Wirtschafts-, Technologieförderung, Handwerk, Arbeitsschutz und berufliche Bildung. Das ist ein großes, starkes Ressort, was unsere wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die Entwicklung am Arbeitsmarkt und die Infrastruktur des Landes voranbringen wird. Und wir werden dieses Ressort mit dem besten Mann besetzen, den das Land für diese Aufgabe hat, mit den größten Erfahrungen und den höchsten Kompetenzen. Und das ist Reinhard Meyer. Meyer war seit 2019 Finanzminister in Mecklenburg-Vorpommern. Zuvor war er schon als Chef der hiesigen Staatskanzlei, aber auch als Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein tätig. Sein bisheriges Amt wird der jetzige Chef der Staatskanzlei, Heiko Greue, übernehmen. Greue war bis 2019 Abteilungsleiter im Bundesfamilienministerium, das Schwesig von 2013 bis 2017 verantwortete. Nicht neu im Kabinett ist der künftige Leiter des Innenministeriums. Dieses Haus wird vor großen Herausforderungen stehen. Sie wissen und Sie kennen die Kritik, die es zum Teil gibt an dem Innenministerium, wobei ich fest davon überzeugt bin, dass diejenigen, die in unseren Sicherheitsbereichen arbeiten, zu ganz großen Teilen hier eine hervorragende und gute Arbeit machen. Aber wir wissen, dass wir auch hier Diskussionen und Klärungsbedarfe haben. Und auf der anderen Seite wollen wir den Kommunen die Hand reichen und sagen, wir wollen mehr mit euch gemeinsam machen. Und deswegen brauchen wir einen Minister, der sowohl das eine kann und die Erfahrung mitbringt, als auch das andere. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass Herr Christian Pegel mit seiner kommunalpolitischen Erfahrung, mit seiner Erfahrung als Jurist und mit seiner Erfahrung aus der Infrastruktur dieses Ministerium zukünftig leiten wird. Dabei wurde der Bundesfraktionsvorsitzende der Linke, Dietmar Bartsch, in den vergangenen Wochen als heißer Kandidat für den Posten gehandelt. Nun also Pegel. Er wird als Innenminister auch für die Bereiche Bauen und Teile der Digitalisierung verantwortlich sein. Auch der dienstälteste Minister Deutschlands, Till Backhaus, wurde wieder mit einem Posten bedacht. Als Chef des Ressorts Klimaschutz, Landwirtschaft und Umwelt wird Backhaus weiter mitregieren und den heimischen Landwirten vermutlich weiter Kopfzerbrechen bereiten. 2 nicht ganz so altgediente Personalien stehen auch weiter auf der Kabinettsliste, ganz im Sinne des Schwesigschen Personalkarussells.
Das Thema Gesundheit hat sich nicht bisher im Wirtschafts- und Arbeitsministerium bewährt. Das ist keine Kritik an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die machen dort hervorragende Arbeit, wie wir alle in der Pandemie erlebt haben. Aber es ist besser, es wieder mit dem Thema Soziales zusammenzuführen. Und deshalb wird zukünftig das Thema Gesundheit und Pandemiebekämpfung in diesem Ressort verantwortet. Dieses Ressort, Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport, wird zukünftig die Ministerin machen, die hier die meisten Kompetenzen mitbringen. Und das ist Frau Drese, die bisherige Sozialministerin. Schwesig zufolge hat sich Stefanie Drese durch ihre Erfahrung im vulnerablen Bereich Pflege die Kompetenz für den Bereich Gesundheit erarbeitet. Auch die noch amtierende Bildungsministerin Bettina Martin darf weiterhin die Geschicke des Landes mitbestimmen. Und das, obwohl ihr Agieren während der Corona-Pandemie, gerade was den Bereich Schule betrifft, in den vergangenen Monaten sehr umstritten war. Wir haben gesagt, dass wir außerdem den Bereich von Kultur und Wissenschaft stärken wollen. Und das nehmen wir gerne auf und werden zukünftig ein Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten haben. Wir wollen damit ein klares Signal an unsere Wissenschaft und auch unsere Kulturlandschaft senden. Die hatten bisher immer das Gefühl, dass sie in einem so großen Bildungsressort ein bisschen unter die Räder kommen. Wir haben dagegen immer angekämpft. Aber natürlich hat jetzt die Wissenschaft und die Kultur die Möglichkeit, in diesem eigenen Ministerium stärker bewegt zu werden. Und dazu gehören auch die Bundes- und Europaangelegenheiten. Auf zwei Sonderparteitagen werden SPD und Linke am Wochenende über den rot-roten Koalitionsvertrag abstimmen. Am 15. November wird sich Schwesig dann im Landtag der Wiederwahl als Ministerpräsidentin stellen. Unmittelbar danach ist in der Staatskanzlei die Ernennung des neuen Kabinetts geplant.